Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Ich stehe immer noch vor dem Dilemma, dass ich nicht so wirklich weiß, wie ich unseren Güterzug, der von Dortmund kommt, hier über die beiden rechten Gleise, ja, eigentlich simpel gesagt auf die beiden linken Gleise bekomme. Daran scheitert es mir noch so ein wenig. Hier fahren sie überall mit, das ist auch voll okay. Ich weiß nicht, ob wir die Brücken nochmal neu bauen müssen. Ich glaube, die auf jeden Fall, wenn wir hier 160 km/h fahren wollen. Aber das kommt alles, das wird nochmal eine Umbaumaßnahme der anderen Art. Wir sind jetzt hier erstmal bei den Steinzügen mit drauf. Das ist ja alles schon bis hierhin zweigleisig gewesen. Jetzt fahren wir hier ja, nochmal mit zwei Gleisen hier nebenher. Und meine naheliegendste Idee war es, ist es, dass wir das hier nochmal ein wenig umbauen. Indem wir, ja, nicht mit zwei Gleisen hier reingehen, sondern mit vieren. Und ich verspreche mir damit vielleicht, dass wir es schaffen, ja, dass wir so die 160 km/h haben oder beibehalten können. Der Cargo-Sprinter, den wir natürlich kaufen wollen, der kann das am Anfang da natürlich nicht fahren. Die 160 km/h, aber der wird es ja dann hoffentlich auch nicht lange machen, wenn wir dann rechtzeitig genügend produzieren, dass es sich lohnt, einen Zug zu nehmen mit 160 km/h und dann der passenden Kapazität. Hier würde ich wirklich mal ganz weit rausholen, wenn ich ehrlich bin. Dass wir hier viergleisig fahren, finde ich erstmal gar nicht so schlecht. Denn diese Linie irgendwann ist so überfüllt, wo es vielleicht auch ein Vorteil sein kann. Die dürfen schon parallel fahren eigentlich. Wo es vielleicht ja auch ein Vorteil sein könnte, wenn wir da ja nicht ja mit so vielen Linien auf nur zwei Gleisen unterwegs sind. Vielleicht hat das deswegen hier nicht geklappt, weil wir hier gar nicht dran sind. Mir gar nicht aufgefallen. Aber hier sind wir doch dran, oder? Auch nicht so ganz. Doch, eigentlich sind wir doch hier dran, oder? Wenn ich jetzt geht dazu mit 160. Ne, okay. Ja, wenigstens das. Das hat mich jetzt, glaube ich, geärgert. Wenn es an so einer Kleinigkeit gescheitert ist und ich mache das als Cliffhanger für die jetzige Folge. Aber jetzt sind wir hier ja ganz normal dran. Also nochmal, um auf die vier Gleise zurückzukommen. Dass wir ja vielleicht am Ende doch nur ein Gleis haben für Güterzüge. Also ein Doppelgleis für Güterzüge hin und rück. Und eins für den Personenverkehr, falls es irgendwann mal wirklich zu viel wird. Weil hier ist enorm viel los. Ja, und jetzt bin ich echt gespannt. Ja, wir müssen halt erst sinnvoller erstmal hier gerade rausfahren. Oder geht das überhaupt mit 160 km/h? Also hier würde ich jetzt einfach nur geradeaus gehen. Hey. Ja, gerade zu sein, dieselbe Höhe zu haben und dann ja, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Ja, wie brauchen wir das jetzt? Wir wollen von dem Gleis auf das Gleis hier. Und wir wollen von nee, Moment. Wir wollen was wollen wir eigentlich? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Wir wollen von den beiden. Haut doch vorne und hinten nicht hin. Die beiden Gleise, die gehen. Ja, einmal müssen wir hier halten. Einmal müssen wir durchfahren.
Und einmal kommen wir von ganz rechts und wollen auch noch hier drauf. Das geht doch vorne und hinten nicht auf. Das geht doch nicht. Das wäre denn... Gut, wenn wir das dann irgendwie wieder rückgängig machen, eigentlich so wie es war. Hier vielleicht auch ein bisschen Platz mitnehmen. Und jetzt... Ja, vielleicht wäre das hier vorne auch schon sinnvoll. Ja, nee, an der Steigung vielleicht nicht ganz so optimal. Wenn wir das hier ein wenig trennen. Sag mal... Dich nehmen wir einfach mal als festes Gleis, als festen Bestandteil. Du fährst hier 177. Auf dieses Gleis möchte unser Personenzug ja auch gerne. So, dann haben wir das wieder. Das Gleis möchte ich, mache ich jetzt bewusst nicht. Dann... Hey, du musst, glaube ich... Ist dann hier nämlich dran. Du gehst hier hin. Ja, also wir machen das jetzt wieder rückgängig. Ich mache das jetzt auch erstmal. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich es hundertprozentig beschreiben soll, was ich hier gerade vorhabe. Na gut, wenn der muss eh abbremsen, dann kann er auch hier 103 fahren. Jetzt ist meine Idee. Ich hoffe, das funktioniert so, weil das könnte abenteuerlich werden. Ne, ich will mich trennen, genau so. Das ist ja unser Rückgleis nach Dortmund hin. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt von der Geschwindigkeit wird. Ich will hier rüber mit einer Brücke. Und hier dran. Sozusagen. Weil wir könnten auch unten drunter herfahren, um dann hier dran zu kommen. Das ist so die Idee. Aber ich weiß nicht, ob das hinhaut. Das kommt mir gerade hier schon ziemlich eng vor. Vom Platz. Aber wir könnten das Spielchen ja auch umdrehen. Wir gehen hier runter. 160 km, zack. Achso, waren das jetzt überall 160? Auch vorne? Na, was haben wir hier? 185 und... Das sieht schneller aus. Oder wir machen es einfach nochmal und achten diesmal drauf. Ich habe nur nach vorne geguckt, ich habe nicht nach hinten geguckt. So, 167. Ne, zeigt er gar nichts an. Okay. Dann müssen wir vielleicht mal mitfahren. So, du kannst. Kann ich dich jetzt einfach nach unten setzen? Nach unten bauen? Ja, da doch eine Brücke. Tunnel wäre, glaube ich, schlauer, weil wir nach unten gehen. Oh, wir müssen dafür... ...ziemlich gerade schon werden. Das ist schon das Gleis hier. Ja, aber da will ich ja jetzt noch nicht dran. ...160 ist so okay. Aber wir müssen halt wirklich einmal gucken, dass wir noch einen schönen Bogen jetzt hinbekommen. Was ist das? Das wird jetzt aber hier ganz abenteuerlich, glaube ich. Dann wird das jetzt so. Dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht irgendwie hier so da dran kommen. Haben wir hier so einen riesen Bogen nur deswegen. Ich eigentlich auch nicht ganz so geil. Aber ich habe halt wirklich gerade keine andere Idee, wie wir das hinbekommen. 104. Ja, die Kurve ist auch noch zu eng. Wir müssen noch weiter zurück, müssen
Ja, vielleicht reicht das schon. Das reicht so auf jeden Fall schon. Jetzt ist die Frage, bauen wir das auch so? Denn wir haben ja noch hier ein anderes Gleis. Wenn wir jetzt noch länger im Tunnel wären, könnten wir einmal kurz hier abgehen und vielleicht schon ziemlich gerade einfach hier drüber und hier dran gehen. Wenn wir das jetzt so oberflächlich haben, wie wir es hier haben, oder so lange oberflächlich, müssten wir natürlich auch einmal komplett drumherum fahren. Könnte man natürlich auch machen. Dann gehen wir hier dran, bleiben draußen und gehen hier drauf. Könnte auch auf jeden Fall hier von der Geschwindigkeit passen. Probieren wir es doch mal so. Das haben wir. Hier fahren wir mit. Hier bleiben wir. Ja gut, wir müssen. Oder okay, können wir jetzt schon hier hoch. Ich würde sagen, wir gehen hier oben dran. Nehmen wir doch mal. Ey, ne? So, 300. Zack, gehen geradeaus. 186. Ja, würde funktionieren. Sieht zwar abenteuerlich aus, gerade hier mit dem der Kurve. Wir trennen uns im Tunnel. Kommen unterschiedlich raus, aber so von der Linienführung her müsste das funktionieren. Und wir haben nicht mehr die Fehlermeldung hier oben. Das heißt, es gibt auch jetzt eine Verbindung für Dortmund. Die geht hier runter. Oh, was haben wir denn jetzt hier noch für eine Strecke dazu bekommen? Ach, Maschinen fährt jetzt auch so. Finde ich auch gar nicht schlecht. Ihr seht, hier sind 1, 2, 3 Linien auf der Strecke. Und hier sind auch einige. Also jetzt haben die natürlich alle dieselbe Farbe. Gelb. Sowas wie weiß. Ja, einmal 1, 2, 3, 4 Linien. Wir haben jetzt nur noch 3. Also eine haben wir auf jeden Fall schon mal da mit noch runtergenommen, obwohl das gar nicht so geplant war. Aber vielleicht hilft das ja wegen der Geschichte mit, ja, dass hier so viele Linien sind. Und bei Dortmund dürfte das noch viel, viel schlimmer aussehen. Den ganzen Brotlinien, die da noch lang führen. Das war verkehrt. Ja, vielleicht schwierig zu lesen in der Kurve. Ja, brauchen wir jetzt hier ein Signal. Da kommt du, Chris Flair, ob der jetzt da hält. Machen wir hier nochmal eins hin, bevor du auf die Strecke kommst. Hier haben wir ein Signal und hier geht es ja eh nur auf die Strecke drauf. Hier haben wir eins liegen, das sollte passen. Dann nehmen wir jetzt noch unseren Zug und setzen ihn endlich auf die Linie. Zack. Fährt er raus. Ja, jetzt haben wir 15 Minuten gleich rum. Und das war eigentlich noch geplant für Dienstag. Also steht da noch ein Zug? Achso, okay, jetzt ist er weg. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, um, ja, uns das hier an... Jetzt haben wir da noch Bretter? Das ist wieder richtig abenteuerlich. Ich glaube, da würde ich doch anfangen... Oh, wo habe ich das denn immer gemacht? Hier? Linie verwalten. Wir sind in Karnsdorf. Du sollst nur laden... Jetzt haben wir denn jetzt auch Werkzeuge hier. Ne, du sollst nur laden Maschinen. So. Und in Dresden, wo ich hier gleich wieder ganz viel habe, sollst du einfach gar nichts laden. Was du ablädst, ist mir eigentlich egal. Oder jetzt gerade nicht egal. Du kannst gerne das einmal mitnehmen. Und dann sollte hier bitte nie wieder was hinkommen. Ach, put, muss man auch... Woher kommen die denn bitte immer? Also auch hier Linie verwalten. In Karnsdorf wird nur
Maschinen geladen. Fertig. Und in Rheinbach laden wir gar nichts. So, ich hoffe, das habe ich jetzt klar und deutlich ausgedrückt, dass die jetzt beim Beladen aufpassen, dass nicht das geladen wird, was ich nicht möchte. Das dürfen sie jetzt hier noch gerne mitnehmen, die beiden, dann müssen die da nicht stehen. Die 14 Werkzeuge dürfen sie auch jetzt gerne einmalig mitnehmen. Da sollte dann jetzt nicht nur noch... Haben wir auch noch Maschinen für Dortmund? Achso, jetzt habe ich hier Laden gemacht. Jetzt werden die vielleicht gar nicht mehr mitnehmen. Eigentlich müsste ich ja sagen, ihr dürft an der anderen Station nichts mehr aufladen. Weil sonst kriege ich das ja nie hier weg. Linie verweigert. Ja, dann hängt es irgendwo da, wo es mal für gemacht ist. Aber hier nimmst du nichts mit. Ich weiß ja nicht, wo es gerade herkommt. In Dresden. Also wenn es halt nicht hier hinkommt, müssen wir uns hierum nicht kümmern. Du nimmst nichts aus Dresden mit. Du aus Dortmund. Ist auch gar nichts. Kahnstoff, Stahlbretter. Ne, 8 brauchen wir noch. Hol dir jetzt bitte auch gar nichts auf. Vielleicht kommen da die Brote her, wer weiß. Ne, obwohl, in 8 haben wir ja gar nichts eigentlich im Güterbahnhof zu tun. Dann haben wir das. So, jetzt können sie es noch einmal abtransportieren. Die 14 Werkzeuge. Vielleicht hat gerade einer noch was drauf. Kapazität hast du 44. Ja, würde ich sagen, können wir ruhig auch eine zweite Tram nehmen. So, und jetzt würde ich hier gleich gucken wollen bei Putbus. Aber erstmal würde ich gucken, dass wir, oder wie es hier aussieht. Fangen wir doch hier an. Du kannst transportieren 300. Ich denke mal, du wirst auch immer ziemlich voll fahren. Hier liegt gar nicht mal so viel, also würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass wir hier einen zweiten Zug brauchen. Dafür sieht das noch zu gut aus, was hier liegt. Hier ist fast flüssig, also da würde ich auch gar nicht so viel verändern wollen dran, weil wenn wir jetzt mehr Fahrzeuge haben, dann stehen halt auch mehr Fahrzeuge. Das sieht, obwohl es könnte natürlich nochmal ein anderer Takt einspielen. Wir können ja hier mal gucken, wir haben jetzt Anzahl der Fahrzeuge hier drauf. Machen wir so, zack, 18. Vielleicht sagen wir gehen auf 25 hoch. Hier haben wir 16. Was haben wir denn hier für... Okay, wir müssen mehr Kohle machen. Wir hatten gerade zwei Unterschiede. Also wir hatten hier 16, beim anderen 18. Hier haben wir jetzt 16. Dann machen wir... Ja, dann haben wir jetzt 25, aber wir haben hier ein riesiges Loch. Würde ich einfach 14 Fahrzeuge nehmen, dann sind wir bei 30. 30 Fahrzeuge hier drauf. Ja, hier kommen natürlich jetzt einige raus. Die sind alle schon soweit. Waren ja nicht ganz so viele. Aber dann ist es an der Kohle gescheitert. Wir haben natürlich noch die ganzen anderen Optionen, ne? Wir haben ja hier alles gut vorbereitet, aber wir können es ja nochmal so ausprobieren. Das heißt, Stahl wird ja jetzt alleine durch die vielen, vielen LKWs hier vorne, wird sich ja irgendwas tun. Und Bretter, ja, warum liegen hier Holzstämme? Was habt ihr mit den Holzstämmen vor? Wollt ihr die Holzstämme etwa nach... Die wollen die Holzstämme nach hier bringen, dann werden die abtransportiert und dann auch hier. Oder vielleicht dann auch irgendwann da. Nee, das soll gar nicht so passieren. Linie verwalten. So, hier am Bahnhof lädst du nur auf Bretter. In Karlsdorf lädst du gar nichts auf.
So, und jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert jetzt? Er hat das ver... Okay, es wird abgebaut. Oder auch nicht? Doch. Okay, ich hoffe mal, das geht jetzt alles hier in die Produktion rein. Okay, das kann auch gerne einfach... Es kann auch von mir aus verschwinden. Wenn ich ehrlich bin. Hauptsache, es landet nicht auf unserem Zug und wir fahren es nach da hinten und es bringt uns nichts. Also ja, kann auch ruhig verschwinden. Das ist okay. So, wir haben jetzt hier 380 Bretter. Du kannst 400... Er hat nämlich welche transportiert gehabt. Du kannst 450 transportieren. Da sehe ich jetzt auch noch nicht so, dass wir an der, von der Seite aus einen zweiten Zug bräuchten. Also für den Brettertransport. Das könnte sich natürlich ändern, wenn wir den jetzt mal duplizieren. Würde ich auch mal mitgehen. Ich will einmal vorher testen. Oder gucken. Okay, es liegt viel da. Es liegen auch viele Bretter da. Aber ich würde es trotzdem mal ausprobieren. Wir gehen jetzt sogar schon auf die 3 Milliarden zu. Also wir machen vieles, vieles richtig. Da kann man auch mal was ausprobieren. Auch das sollte natürlich dann jetzt nicht so sein. Aber dann bauen wir einfach noch ein paar Abstellflächen. Und hier wird ja auch wieder jetzt Platz dazwischen kommen. Wir haben ja schon 50 Baumstämme weniger. Ja, die machen natürlich jetzt erstmal ein wenig... Ach, okay. Da war schon eine Ampelschaltung zwischen. Das funktioniert. So, Putbus wird dringend benötigt. Mach das jetzt nur mal eben auf einer Seite. Und beim Rest müssen wir einfach schnell handeln oder rechtzeitig handeln. Wir haben jetzt einen Zug mit 52 Meter Längern, 160 km/h. Finde ich richtig gut. Du bist wie alt? 6 Jahre. Dann würde ich sagen, wir ändern dich nur. Weil dann kann ich nämlich jetzt einfach simpel sagen, wir packen hiervon. Oder war das der? Ne, der fährt 120. Nicht Typ. Wir wollen Höchstgeschwindigkeit. Wir wollen das so haben. Okay, jetzt haben wir die beiden. Die haben hier hinten Punkt. Also werden wir die, den Nicht-Mod haben. Ja, okay. Wir kriegen nur noch zwei Waggons dazu. Mit 240 Kapazität. Hier liegt so viel. Ich würde sogar dazu übergehen. Wir sagen, diesen Zug klonen wir uns einmal. Denn hier liegt was für zwei Fahrten von beiden Zügen. Und ach, scheint gerade genauso zu explodieren. Wir kommen zwar jetzt erst hier an, aber da liegen jetzt schon 150. Und wir wollen ja auch immer mehr noch machen. Das heißt, auch hier werden wir jetzt schon dazu übergehen, Fahrzeuge verwalten. Also ich würde gerne einmal gucken. Ihr habt jetzt 240. Ich will eigentlich den Zug eigentlich auch nehmen. Für die 8-Linie. Ich weiß nicht, ob ich 240 schon machen möchte. Wie schnell fährst du? Oh, irgendwo stehst du auf jeden Fall. Können wir mal einmal testen. Achso, du, weil du, das ist der, der aus dem Depot rausfährt. Ja, das ist okay, der darf kurz stehen. Du bist ein Zug, der hat 5600. Das ist halt auch die Frage, macht man 64? Oder wir können ja wirklich mal gucken. Weiß ich nicht, wo bin ich hingefahren? Dich würde ich sogar ersetzen dann. Also, wir wollen hier diese Waggons haben. Ich würde auch erstmal, machen wir 180. Könnte schon fast reichen. So, wir wollen das hier ausstellen. Dann wollen wir elektrisch fahren. Höchstgeschwindigkeit will ich nicht haben. Ich will gerade mal Betriebskosten haben. 280 ist zu viel. Wir könnten doch Höchstgeschwindigkeit machen. Weil wir wollen ja jetzt einer 160 fährt. Nee, wir gehen doch nach Leistung, weil es wird ja angepasst. Ich hab's gleich. So, da zahlen wir 4,3 im Jahr. Da zahlen wir 3,8. Also ist nochmal eine Million Unterschied zwischen 5,6 und 6,4. Obwohl das nicht der richtige... So ein Unterschied? Trotz, also nur...
Keine 100.000 mehr im Jahr für 20 km mehr? Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, der Zug. Mit 160 gerade. Ich weiß nicht, wie viel freie Fahrt er jetzt hatte, aber... Ja, dann brauchen wir auch nicht mehr Leistung. Ich hoffe mal, du hast jetzt noch nicht aufgeladen. Kannst du auch jetzt gerade beschleunigen, weil du leer bist. Gut, wir gucken uns gerade Leerzüge an, wenn die voll sind. Ja, mal gucken, wie schnell die dann fahren. Das heißt, hierum kümmern wir uns gerade. Wie weit bist du jetzt noch weg? Oh, das ist ja noch ein Stück. Aber gut, die 180 werden voll. Dann haben wir schon mal wenigstens das. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal das. Da liegen auch schon die ersten Maschinen. 10, das schafft ein Fahrzeug. Alles kein Problem. Putbus, wo ja auch jetzt so viel hinkommt. Sieht eigentlich, also das hier generell sieht auch sehr interessant aus mit den ganzen Linien. Wie sieht das denn mit der Terminalverteilung aus? Oh. Ja, gut. Sieht das aus? Wie viele Linien haben wir denn? 5, 6, 11. Würde ich das mal aufteilen irgendwie. So, Rheinbach hat 5. Fangen wir einfach mal da an. Du gehst jetzt auf 10. Du gehst auf 9. Du gehst auf 8. Du gehst auf 7. Du gehst auf 6. Du gehst auf 5. Du gehst auf 4. Du gehst auf 3. Du gehst auf 2. Und ihr teilt euch jetzt ein. So, einfach mal ein bisschen. Mal auch diese Möglichkeiten hier genutzt, dass wir so viel haben. Hier haben wir ein Fahrzeug. Das Fahrzeug befindet sich. Ach, okay. Das kann jetzt laden, aber da liegt schon was für 2. Da sorge ich jetzt nur mal kurz vor und kaufe nochmal einen weiteren. Weil wenn da jetzt 180 kommen, oder sogar noch mehr. Der macht aber auch einiges an Gewinn. Auch hier jetzt nochmal mit dem Upgrade. Das ist auch ein richtig guter Zug für uns. Du bist voll. 131. Aber den Rot? Ah, okay. Ja, gut, wenn der Update wird, das wird sich das wieder ergeben. Der wird halt viele Touren pro Jahr fahren. Dort und Maschinen. Da, jetzt haben wir 8 Werkzeuge auf jeden Fall. Dann dürfte da jetzt auch nichts mehr dazugekommen sein, wenn der das jetzt abgeholt hat. Okay, vielleicht hat er nicht alle mitgenommen. Ich würde aber mal nochmal ausprobieren, wenn ich jetzt Linienverwalter mache. Kahnstorf und ich ver... Okay, ich habe das Verbot mit den Maschinen. Jetzt nichts. Komm, dann nimm die einmal mit. Sind die hier weg? Sonst haben wir die ganze Zeit hier stehen, glaube ich. Wenn die nicht so, weil sonst wären sie ja schon verschwunden. Dortmund entlädst du nur und hier. Ja, ach so, steht sogar drin. Ah, deswegen hat er vielleicht auch die 8. Ja, dann da dürfen die so weit fahren. Wie sieht das jetzt bei unseren Brettern aus? 41. Wird auch weniger. Der Zug hat jetzt 6 Millionen uns gerade nochmal eingebracht. Hier liegen jetzt 280 Bretter. Also das dauert jetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob der zweite Zug... Da ist er schon. Okay, der ist sogar schon auf der Linie. Wie weit die da sind, wollte ich gerade fragen. Aber das sieht gut aus. 2000 können sie auch erstmal abtransportieren. Das sind einige... Oh, na gut. 4 Touren, jeder 2-mal. Wenn nichts nachproduziert wird, mit der 5. Tour ist alles weg. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also hier ist ja jetzt schon einiges auch los. 7 Linien hier in der Ecke. Oh, macht auch Gewinn. Für Dresden noch gar nicht so viel los. Also, na gut, ne? Die Frage ist, wie viel die abfordern. Ja, ist okay. Aber hier wird es weniger. Darauf kommt es mir nämlich an. Das heißt, wir fragen zu langsam ab. Die fangen an zu produzieren. Und jetzt ist auch genau das... wo ich eigentlich hin möchte. Wir verstärken gerade auch unsere Bretterlinie,
unsere Bretterproduktion, um dann auch mit mehr Möglichkeiten dann da was anzufahren. Da kommen jetzt auch wieder 390. Oh, dann waren da nicht, war das nicht voll? 8 Millionen hast du Betriebskosten und du bringst jetzt. Aber du stehst gerade bei 8 Millionen im Minus. Okay, bringst 12, ist okay. Gut, jetzt, das sieht natürlich wieder gleich anders aus. Aber Dresden finde ich echt wenig. Muss ich jetzt mal so sagen. Ach, gibt direkt Gas. Dresden nicht. Haben wir in Dresden noch nicht die Versorgung auf die in der Stadt gemacht? Fehlt mir das noch? Ja, fehlt mir noch. Deswegen geht Dresden auch noch nicht so ab. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir damit dann in der nächsten Woche. Dann werden wir ja gucken, dass wir einfach das alles so abtransportiert bekommen, was wir überall stehen haben. Ob es jetzt Personen sind oder Güter, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall werden wir das nächste Woche mal wieder machen. Aber hier, das in Dresden ist auf jeden Fall wichtiger. Weil, ja, in Dresden würden 388 Einheiten pro Jahr angenommen werden oder gebraucht werden. Ja, da ist noch deutlich Luft nach oben. Bin mal auch gespannt, wo die Stadt da noch hingeht. Ja, da sind auch 170 Einwohner drin. Aber das machen wir dann in der kommenden Woche. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Und dann bis Dienstag. Ciao.